Dankeschön, ja. Es wird bitter. Ja. Also nicht für mich, ich bin raus. Aber für viele von euch, ne, die Jobs einfach so weg durch künstliche Intelligenz. Der Kampf Mensch-Maschine geht in die nächste Runde und wir müssen uns Fragen stellen. Von wem wollen wir im Alter gepflegt werden? Von einem Roboter, den sich japanische Informatikstudenten programmiert haben, die in ihrem ganzen Leben noch kein menschliches Wesen berührt haben? Oder doch von der sympathischen polnischen Pflegekraft, die uns völlig übermüdet mit dem Rollstuhl statt zum Supermarkt durch die Autobahnstraße schiebt? Lässt man autonome Fahrzeuge Fahrradfahrer überfahren oder macht man es noch selbst? Es gibt heute textbasierte Sprachprogramme, die sind in der Lage, auf Fragen klügere Antworten zu geben als selbst Richard David Precht. Ja, dazu muss man sie gar nicht programmieren. Und auf der anderen Seite wird so ein Sprachprogramm nie in der Lage sein, wie Richard David Precht mit dem bloßen Blick Hühner zu hypnotisieren. Gut, dann wird die Weltherrschaft eben von einer technischen Intelligenz übernommen, die keine Emotionen besitzt. Aber wo ist da der Unterschied zu Olaf Scholz? Und die Jobs, die von der künstlichen Intelligenz nicht gemacht werden, dafür holen wir uns Fachkräfte aus aller Welt. Ja, und wir brauchen Fachkräfte, weil unsere Fachkräfte, also Markus Söder, Heidi Klum und Philipp Amthor, jetzt auch nicht alles selbst machen können. Ja, Markus Söder kann keinen Urinkatheter anlegen. Heidi Klum schafft es irgendwie nicht, sich ganz anzuziehen. Und Philipp Amthor kriegt die Tür nicht zu. Und deswegen. Und deswegen Brain Drain. Was klingt wie eine Diagnose bei Boris Palmer, meint, dass wir ärmeren Ländern die Fachkräfte abwerben. Ja, ist auch okay. Ich wüsste es auch nicht, wozu ärmere Länder Ingenieure oder Krankenschwestern brauchen. Wenn du kein Geld hast, kannst du den Ingenieur eh nicht zahlen. Und wenn du nichts zu essen hast, brauchst du irgendwann auch keine Krankenschwester mehr. Aber wir Deutschen sind da nicht die Bösen. Ja? Denn wer konnte einen Fachkräftemangel ahnen? Es gibt Dinge, die ein kompliziertes Wirtschaftsgeflecht wie Deutschland nicht abschätzen kann. Selbst wenn wir wissen, wie viele Kinder dieses Jahr geboren werden, woher sollen wir wissen, wie viele Lehrkräfte wir in 6 Jahren in den Klassenzimmern brauchen? Fachkräfte. Fachkräfte super stabilisieren bei uns ein niedriges Lohnniveau und viele von euch werden dann in Zukunft auch mehr Zeit haben. Weniger Geld, aber mehr Zeit, was nicht gut ist. Ne? Denn der Mensch muss immer beschäftigt werden. Wenn er Zeit hat, macht er komische Dinge. Ne? Wie spazieren gehen. So absurd, oder? Unterwegs zu sein, ohne jede Kaufabsicht. Der Mensch will immer raus, was erleben. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass es Frauen gibt, die in Bars gehen, um Männer kennenzulernen. Offen, neugierig, vertrauensvoll. Ganz so, als hätte ihnen noch nie jemand etwas über diesen Teil der menschlichen Spezies erzählt. Ich zum Beispiel gehe nur noch mit K.O.-Tropfen aus. Wichtiger Hinweis an der Stelle, die Tropfen sind nicht für Frauen. Ich möchte nicht in einer Bar stehen, plötzlich sitzt neben mir Matthias Döpfner oder Till Schweiger, da will ich vorbereitet sein. Und der Mensch will immer raus, weil er auch wahrgenommen werden will von den anderen. Wahrnehmung, ein ganz wichtiges Bedürfnis. Wahrnehmung überall. Ich fuhr neulich mit dem Auto auf der Autobahn und ich kam an einer Baustelle vorbei, an der mich ein Schild informierte, wir bauen für Sie. Und ich wusste das nicht. Ich hatte keine Ahnung. Ich sah die Bauarbeiter und ich bekam so ein schlechtes Gewissen. Also hielt ich verbotenerweise am Standstreifen. Ich stieg aus und ich rief den Bauarbeitern zu, haltet ein, lasst ab von eurem Tun, kehrt heim zu Weib und Kind. Ich brauche diesen Autobahnzubringer heute nicht mehr. Wahrnehmung überall, selbst bei Dingen, die doch eigentlich sehr individuell sein sollten, wie körperliche Ertüchtigung, Sport. Auch da bitte immer an die Grenzen gehen. Marathon, damit man sich selbst mal wieder spürt. Gut, um sich selbst mal wieder zu spüren, könnte man natürlich auch ein Leberwurstbrot 3 Wochen im warmen Zimmer liegen lassen, bis sich so ein weißer, fluffiger Teppich darauf gebildet hat, das Ganze mit 1 Liter stark verunreinigter Milch zu sich nehmen und abwarten. Aber damit spürt man sich ja nur selbst und wird nicht in der Gruppe wahrgenommen. Und deswegen Stadtmarathon. Marathon, ohnehin eine überzeugende Idee, oder?
Wir erinnern uns, begab sich vor einiger Zeit, da kam es in der Nähe der Stadt Marathon zu einer mächtigen Keilerei. Nach der Schlacht machte sich ein Kämpfer auf in das 42 Kilometer entfernte Athen und er bezwang diese unmenschlich lange Strecke laufend und er brach in Athen mit den Worten: Freut euch, der Sieg ist unser, Tod zusammen. Und die Leute sahen es und sie sagten: Lasst uns einen Sport daraus machen. Und so geschah es, bis sich ein Läufer mit letzter Kraft erhob und keuchte: Wisst ihr, worauf ich jetzt Lust habe? Auf 180 Kilometer Fahrrad fahren. Ja, und weil er dabei zufällig seine Badehose anhatte. Dankeschön, vielen Dank. Hallo, na, hier ist eine Endcard. Das kennt ihr, oder? Also, was soll das immer? Das ist, ja, wisst ihr doch, das wäre gut, wenn ihr da mal, das ist super witzig wahrscheinlich, das Video, und das ist auch super witzig. Da guckt ihr mal besser beides dann und hier abonnieren. So, und dann habt ihr auch schon auch mal was zurückgegeben. Danke.